Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin namens Sam Schimschek und es geht heute darum, dass Baby Emine ein Männchen ist. Ich habe immer gedacht gehabt, dass es ein Weibchen ist. Zuerst sah es auch immer aus wie ein Weibchen. Ich habe halt gedacht, das wäre ein Weibchen, aber ich war heute mit ihr beim Tierarzt. Sie hat ihre erste Impfung bekommen und der Tierarzt hat sich das auch angeschaut und der Tierarzt meinte definitiv, dass es ein Männchen ist. Also ich dachte jetzt hier monatelang, sagen wir mal so, dass das ein Männchen ist, aber ich wurde auch schon von einigen Zuschauern darauf aufmerksam gemacht, dass es halt auch ein Männchen sein könnte. Und ihr habt alle recht gehabt, die sich dazu schon geäußert hatten. Baby Emine ist ein Männchen und kein Weibchen. Und daher ist jetzt auch der Name Emine auch nicht mehr passend. Und da habe ich auch schon überlegt gehabt, wie man den jetzt umtauft, wie man ihn jetzt nennen sollte. Und ich habe auch daran gedacht, dass das wenigstens ein Name ist, der ähnlich ist wie Emine. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, dass der jetzt Emino heißt. Also nicht das E hinten, sondern das O hinten vom Namen. Also nicht Emine, sondern Emino. Ne? Das ist jetzt der neue Name von ihm, sage ich mal so. Wie gesagt, das ist kein Weibchen. Aber das ist halt jetzt auch wirklich eine Überraschung gewesen, dass es doch kein Weibchen ist. Und damit will ich auch hier was klarstellen, also weil viele haben mich auch schon angeschrieben gehabt, dass es eventuell ein Männchen sein könnte und es ist wirklich ein Männchen und es heißt jetzt Emino, ne? Ja, und sie hat auch und er hat auch heute seine erste Impfung bekommen, wie gesagt, und der muss jetzt in 2 Wochen wieder zur Impfung und der Tierarzt hat sich auch ihn im Allgemeinen eine allgemeine Kontrolle gemacht und der ist auch zufrieden mit ihm und dem Auge geht es auch gut, dass weiß er, was dort auf dem Auge ist. Das bleibt jetzt noch ein bisschen, aber es geht mit der Zeit weg, meinte der Tierarzt. Ich hoffe, es geht halt weg, ne? Und die Jutta hat heute auch ihre zweite Impfung bekommen. Ich habe sie auch gleich in der Früh mitgenommen und habe sie dann auch impfen lassen. Und somit hat Jutta ihre zweite Impfung. Der Thomas müsste auch noch seine zweite Impfung bekommen. Die haben ja schon ihre erste Impfung bekommen gehabt, als ich sie hier nach Hause gebracht hatte. Und dann hatten sie ja zwischendurch so einen starken Schnupfen, sowohl die Jutta als auch der Thomas. Und nachdem sie halt wieder gesund wurden, mussten die halt nochmal ein bisschen warten, bis sie wieder geimpft werden konnten. Also wenn jetzt eine Katze krank war, muss man da mindestens 2 Wochen warten, bis sie dann die zweite Impfung bekommen kann. Und bis sie die zweite Impfung bekommen kann. Und die Jutta hat sie jetzt auch bekommen und der Thomas muss sie noch bekommen. Und die Lilly habe ich auch gleich mitgenommen, weil die Lilly hat mir gestern nicht gefallen gehabt. Die hat ja so ganz ruhig gelegen gehabt und es hat sich so angehört, als wenn von der Nase, dass sie da nicht richtig atmen kann, dass die Nase verstopft ist und es hat ein Auge ein bisschen getränt gehabt. Und ich habe mich da nicht getäuscht gehabt. Die hat eine Erkältung und du musst jetzt auch 2 bis 3 Tage noch zum Tierarzt und auch gegen die Grippe, die sie jetzt hat, wird sie auch natürlich die Medizin bekommen. 2, 3 Tage und dann hoffen wir mal, dass es ihr dann noch ein bisschen besser geht. Oder wieder besser geht. Und die Iris wollte ich heute auch nochmal mit zum Impfen nehmen, dass sie auch geimpft ist. Aber sie hat sich hier nicht im Haus aufgehalten. Sie war irgendwo anders. Sie war nicht hier zu Hause. Ich habe sie gesucht gehabt und sie war dann wieder zu Hause. Als ich dann hier zu Hause war und die Jutta und die Lilly hier wieder ausgesetzt hatte. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich halt nicht mehr zum Tierarzt, dann nehme ich sie gleich morgen mit zur Impfung, die Iris. Dann fange ich sie gleich in der Früh ein, denn sie soll ja auch ihre Impfung bekommen und ich wollte dann nochmal nicht nochmal zum Tierarzt fahren. Ich hatte im Laden sehr viel zu tun gehabt und dann habe ich das halt auch auf morgen verschoben. Und der Trump-Pascha bekommt ja auch sein Langzeitantibiotikum, so wie die Frieda, so wie die Nervensäge und auch so wie die Bunte. Der ist ja auch asthmakrank und der hat immer so ein ständiges Husten. Und er bekommt dagegen auch alle 1 bis 2 Monate eine Spritze, also Impfung, Spritze, sag ich mal dazu. Und der. Es war wieder so weit. Ich habe gemerkt, dass er jetzt die letzten Tage ein bisschen wieder angefangen hatte zu husten. Dann wollte ich ihn zum Tierarzt fahren zur Behandlung, also dass er eine Spritze bekommt. Und
Dann hat sich der Tierarzt seinen Mund angeschaut und sein Mund ist wirklich sehr, sehr schlimm gewesen. Der hat eine ganz, ganz dicke Beule, also einen Abszess im Mund gehabt und seine hinteren Wangenzähne auf der anderen Seite waren auch schon sehr verfault. Und es hat mich auch gewundert, dass der überhaupt noch fressen kann, aber der hat auch noch mal gefressen gehabt. Und der Tierarzt hat ihn gleich da behalten. Dem Trump-Pascha werden jetzt die Zähne gezogen die Nacht und er bekommt auch ein Langzeitantibiotikum wieder und dann kommt er morgen wieder nach Hause. Also dem geht es mit seinem Mund da leider gar nicht gut. Denn das war wirklich schon sehr, sehr schlimm. Ich kann sogar ein Foto zeigen hier von dem Trump-Pascha, wie sein Mund aussah. Schau mal, das ist sein Mund. Das war das Abszess dort in dem Mund von Trump Pascha drin. Also das sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. Und dass uns das gar nicht aufgefallen ist, dass er dort dieses Abszess hatte. Schau mal, wie dick das ist. Das sieht schon sehr, sehr schlimm aus bei ihm. Bei dem Trump Pascha. Und auf der anderen Seite hat er auch leider die Zähne auch nicht so gesund. Das muss auch gezogen werden. Seht ihr das? Seine hinteren Zähne. Also das ist jetzt der Trump-Pascha und der ist jetzt die Nacht beim Tierarzt. Und wie gesagt, dem werden die hinteren Zähne gezogen. Und da sieht man hier, wie das schon aussah. Ich zeige das nochmal. Das sieht ja wirklich sehr, sehr schlimm aus da, damit ihr auch alles seht, wie das aussah bei ihm. Und dann geht es ihm morgen sicherlich wieder besser, wenn er dann sein Langzeitantibiotikum bekommen hat, seine Spritze und die Zähne gezogen sind, die hinteren Zähne. Dann denke ich mal, dass es dem Trump-Pascha auch besser gehen wird. Denn der Trump-Pascha ist mittlerweile auch, der wird im Juni jetzt 6 Jahre alt. Der ist 2018 im Juni geboren, am 6. Juni. Und wie gesagt, das wird halt mit der Zeit. Der ist zwar bei uns im Laden, der ist zwar ein bisschen dicker als die anderen Katzen, aber der ist immer wieder im Laden und dem wird es halt mit der Zeit bekommen halt die Katzen auch. Die Zähne gehen da kaputt. Die Bunte hat ja auch keine Zähne mehr, die Nervensäge hat keine Zähne mehr, die Frieda hat keine Zähne mehr. Also die älteren Katzen, die ich habe, alle, die haben alle keine Zähne mehr. Aber das macht bei den Katzen nichts aus. Die können auch ohne Zähne fressen. Die können mit den kranken Zähnen nicht fressen, aber wenn sie keine Zähne haben, können sie normal fressen. Von daher werden halt die Zähne dann auch gezogen bei den Katzen, wenn die halt ein bisschen älter sind und dann das da schon wie jetzt beim Trump-Pascha zu sehen ist, leider auch schon sehr verfault ist, dann hoffen wir mal, dass es ihm dann auch morgen besser geht, wenn wir ihn dann wieder abholen. Ne? Und dann alle, die neu dazugekommen sind, Baby Emine ist ein Männchen. Das hat sich halt beim Tierarzt auch klargestellt. Sie hat heute ihre erste Impfung bekommen. Und die wird jetzt umgetauft auf Baby Emino. Also nicht mit dem E hinten, sondern mit dem O. Also der heißt ab jetzt Emino. Für alle, die es noch nicht wissen, das ist doch ein Männchen gewesen, ne? Und jetzt der Name Emino ist dafür da, weil das halt sehr nah ist wie Baby Emine. Von daher heißt er jetzt Emino. So, dann können wir mal schauen, was sich hier zu Hause alles getan hat. Die Bunte ist auch gerade neben mir. Schaut mal, die Bunte. Es hat vorhin angefangen hat zu regnen. Es ist ja die Tage auch Regen angezeigt. Bei uns vor Ort in Ziede in Kumkö. Und da sieht man unten, dass es auch ein bisschen nass ist. Wie gesagt, das hat daran gelegen, weil es vorhin geregnet hat.
Und viele der Katzen sind auch draußen, weil es heute auch nicht kalt ist und der Regen aufgehört hat. Und da sieht man die Zorngül. Also ich weiß nicht. Ich hab immer gedacht, sie ist zahm, aber die ist nicht so zahm, wie die ausschaut. Die hat Angst vor mir. Ich mache mir jetzt halt die Sorgen, wenn ich sie rauslasse, dass sie dann halt sich nicht berühren lässt. Also die ist nicht zahm. Die hat Angst vor Menschen. Ja, komm mal her, kleiner Schatz, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, komm. Sie springt von mir weg. Und dann muss ich halt sehen, wie ich das mache. Denn ich möchte sie auf jeden Fall noch kastrieren lassen. Mal kurz hier nach dem Spielzeug schauen, das ich hier in der Schublade habe. Ich habe es gerade nicht hier. Es muss auch irgendwo sein. Auf jeden Fall ist sie nicht so zahm, wie ich dachte. Unsere Songül. Aber mal schauen, ich lasse sie noch auf jeden Fall 2, 3 Tage drin. Und dann schauen wir weiter im Stall. Und da sieht man der Peanut, der da Milch trinkt. Da habe ich auch Milch reingemacht, die Katzenmilch. Die haben auch vorne alle Futter bekommen und schon mal Erstgeborener und Peanut trinken Milch und jetzt kommen die Katzen eine nach den anderen rein. Hier die Silvia, da der Freund, Erstgeborener war ja schon drin. Da sieht man die Zicke und der Thomas ist auch reingelaufen. Na Thomas, kleiner Satellitengucker, der lässt sich auch nicht anfassen. Ich muss mal schauen, wie ich das bei ihm mache mit der zweiten Impfung und mit der Kastration auch. Ja, und die Silvia wird auch natürlich wieder gekraut werden. Der Thomas putzt seine Pfote. Na, was ist? Was ist, Erstgeborener? Du willst auch gern gekraut werden, ne? Du willst auch gern gekraut werden, ne? Da sieht man die Zarte. Und die ganzen Katzen scheinen draußen zu sein. Ja, Freund, friss ruhig weiter. Keine Angst, ich tue dir nichts. Da sieht man die Nicole und Pünktchen. Jetzt kommt der Peanut wieder rein. Peanut, weg da. Und Lady Di, du kommst hier sofort raus. Raus mit dir. Kaum. Kaum hat man nicht aufgepasst. Ist die Lady Di gleich drin, hier bei Baby Emino. Und Petra ist auch gerade hier reingekommen. Petra, du bist ja auch hier drin, ne? Hast du mit deinem Freund
Baby Emino gespielt. Emino hat auch viel getobt. Und Petra will gerne spielen, und wenn sie dort anfängt, dass die Glocken da läuten vom Spielzeug, dann wird Emino gleich aktiv. Und schaut mal, da sieht man jetzt den Baby Emino. Also ich habe ihn jetzt von Emine umgetauft auf Emino. An alle, die neu dazugekommen sind. Schaut mal, wie Emino hier mit Petra spielen will. Und Petra, hast du das ganze Futter schon wieder weggefressen? Und Petra, du bist auch so ein süßes Kätzchen. Du bist so eine wunderschöne Katze, weißt du das? Schaut euch mal den wunderschönen Emino an. Der hat heute seine erste Impfung bekommen. Und er bekommt dann in circa 15 Tagen seine zweite Impfung. Ja, Petra, gib doch mal ein bisschen Ruhe, ich kraul dich doch. Na, jetzt will Emi nur mit deinem Schwanz spielen. Seht euch den mal an. Das ist aber schon ein süßes Tier. Ein ganz, ganz süßer Kater mit seinen dicken Augen auch. Ich bin froh, dass man sein eines Auge wenigstens retten konnte. Da sieht man seine Schlappohren. Und hier sieht man Petra, ihre Spitzohren. Petra hat ja viel größere Ohren als andere Katzen. Sie hat ja so ein kleines Gesicht. Und Emino schaut sich immer die Petra an. Das heißt, vielleicht hat er sich in Petra verliebt. Elif! Willst du zu Emino? Willst du wieder in dein Zimmer rein? Elif will wieder in ihr Zimmer rein. Schaut mal, sie geht automatisch da rein. Und da ist jetzt die Petra. Da ist der Emino. Und hier sieht man unser Stiefkitten. Nee, du läufst da nicht rein. Du läufst da nicht rein, Stiefkitten. Nein, 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 nicht. Du läufst da nicht rein. Du läufst da nicht rein. Du auch nicht, Silvia. Du kommst da bitte raus. Ihr lässt bitte
Und Eminon will spielen. Aber Petra will nicht wirklich spielen. Und Petra will nicht wirklich spielen. Und Elif ist jetzt auch reingekommen. Schaut mal, wie Emino Petra ärgert. Zack. Und auch ganz, ganz herzlichen Dank an die gesendeten Sterne vom Publikum. Zuletzt hier von Petra EMPheim. 500 Sterne für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats in Gold. Natürlich, was hier von den Sternen eingenommen wird, wird auch natürlich für die Tiere wieder ausgegeben. Also ganz, ganz herzlichen Dank an die gesendeten Sterne vom Publikum. Und ich sehe zum ersten Mal, dass du hier unten kein Fell hast am Bauch. Was ist denn da mit dir los? Komm mal her. Silvia, warte. Ich glaube, dich nehme ich auch mit zum Tierarzt. Muss das mal rausschneiden dort bei dir. Und hier sehen wir unsere Lilly und unsere Nicole. Und die Lilly muss jetzt ein paar Tage zum Tierarzt. Die hat eine Erkältung. Und da geht es nicht gut. Muss jetzt behandelt werden. Und Emino und Petra spielen gerade zusammen. Ich bin froh, dass Petra auch mit dem Emino spielt. Ja, da spielen die schon ganz süß miteinander. Ja, ja. Pss, 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 pss. Du bist so ein kleiner sympathischer Kater. Komm mal her. Komm. Komm. Komm her, komm. Komm mal her. Komm mal her, mein Schatz. Komm mal her. Komm mal her, was hast du hier auf dem Kopf? Ach, da ist was eingetrocknet, wahrscheinlich Feuchtfutter. Na, seht euch den mal an. Das ist wirklich schön, das anzuschauen.
das geht auch jetzt sehr lange mit dem Spielen mit denen. Petra schläft seit 2 Tagen hier im Zimmer, wo der Emino und die Elf zusammen schlafen. Und das ist ein Katzenspielen, das ist kein Kämpfen, was die machen. So spielen Katzen. Na Petra. Ich finde es schön, wie die spielen und von da draußen schaut. Ist das Pünktchen, die hier reinschaut? Ich glaube, das ist Pünktchen. Oder? Ja, das ist Pünktchen. Die ist neugierig und schaut hier ins Zimmer rein. Na Petra, das sieht ja aus, wie du da mit deinem Schwanz selber spielst. Ja, und obwohl du heute eine Impfung bekommen hast, bist du eigentlich ganz schön fit. Remino. Ganz schön fit für die Impfung heute. Dann gehen wir mal ein bisschen draußen schauen, was die anderen Katzen machen. Die spielen noch sehr lange. Wir können dann später auch noch mal herkommen. Elif, willst du da rein? Willst du da rein? Ihr müsst euch aber gewöhnen, da nicht mehr zu wohnen in dem Zimmer. Du musst dich allmählich ans Haus gewöhnen, Elif und Emino. Denn das ist ein katzenfreies Zimmer. Nicht wahr, Silvia? Du hast ja auch circa ein Monat in dem Zimmer verbraucht, Silvia, wo du neu kamst, wo du so krank warst. Silvia kennt das Zimmer sehr gut. Deswegen will sie auch gerne da rein immer wieder. Ja, Freund, schau mich nicht so an. Du kannst ruhig da weiter essen. Ich tue dir nichts. Nervensäge, was machst du da draußen? Und schaut mal, die Mama vom Freund ist wieder hier im Haus. Seht ihr das?
Und da sieht man Emino, wie der da weiter spielt mit der Petra. Und Nervensäge. Ist heute nicht so kalt, ne? Und der Napf fällt hier gleich runter, Freund. Warte mal kurz. So. Das wäre fast runtergefallen. Und da sieht man jetzt Lady Di, Pepper, Zicke, Pünktchen, die Bunte, Thomas, Iris, Katja, Bounty. Schon mal Iris und Katja scheinen gute Freunde geworden zu sein. Die Petra hat sich ja mit Emino angefreundet. Und vielleicht hat sich daher die Katja mit der Iris angefreundet. Oder vielleicht haben sie sich angefreundet. Corinna kommt jetzt auch hierher gerannt. Oder vielleicht haben sich ja Iris und Katja schon zusammengetan, dass Petra sich mit Emino angefreundet hat. Jetzt kommen die Katzen alle raus. Immer wenn ich draußen bin, kommen die alle raus. Sogar der Drache ist hier. Drache, warum schläfst du im Garten vom Nachbar? Wenn du auch in das Rohr reinfällst, wo Pamuk reingefallen war, wenn du ein, zwei Tage nicht nach Hause kommst, du fällst, das fällt nicht auf, Drache. Von daher nicht darunter fallen. Na, jetzt läuft er alle in die Richtung, aber ich gehe einfach in die Richtung. Elif, wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin, Elif? Und Katja und Corinna. Katja, sei bitte vorsichtig, dass du wieder irgendwie deinen Bauch aufschlitzt. Wie schnell du hier durch die Gegend düst. Und hier sieht man jetzt die Jutta. Es ist auch ein sehr, sehr angenehmes Wetter. Und schaut euch mal hier die ganze Straße an. Die ist alles voller Katzen. Jetzt ist die Petra auch hier rausgekommen. Das sind alles Katzen von der Straße. Katzen, die heute nicht mehr gelebt hätten. Katzen, die ich hier aufgenommen habe, behandelt lassen habe und hier ein Zuhause geschenkt habe. Und schaut mal, das sind alles meine Katzen. Na Frosch, du hast noch gefehlt. Ja, Thomas, wo willst du denn hin? Wo kommst du denn her, Pelle? Na, kommst du da nicht runter? Du willst gerne runter, ne? Nicole, was willst du von der Iris? Lass die Iris in Ruhe. Iris. Hierbei
Iris, es ist wirklich schwierig, nachdem der Babyfussel gestorben ist. Der hat irgendwie keinen Anschluss gefunden. Ich mach kurz mein GoPro-Licht raus. Da haben wir hier mehr Licht. Wie bist du denn hier vorne? Ach, Thomas, du bist das hier. Seht euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Katzen sind hier gerade. Ich habe hier gerade eine Katze miauen hören. Irgendwo eine Katze eingesperrt oder was? Hört auf zu streiten hier. Stiefkitten. Na Katja. Na Iris. Müsst ihr dort euer AA hinmachen? Und Heidi? Das wird den Gärtnern nicht gefallen. Ich bleibe hier gerade ein bisschen extra stehen, weil ich hier, glaube ich, irgendwo eine Katze gehört habe. Das habe ich mir nicht eingebildet. Wer kommt da ganz hinten angerannt? Wer ist das? Na Prinzessin, wo kommst du denn da hinten ganz her? Sag mal, bist du dir sicher, dass du nichts sehen kannst? Wo kommst du denn daher vom Strohmann? Na Prinzessin. Gut, dass du ein Halsband hast, wirklich. Wenn du irgendwie verschwinden solltest, dann weiß jeder, dass du zu mir gehörst. Und ich glaube, ich lasse dich auch noch mal chippen. Meine Güte. Wo kommst du denn her? Du bist die, die am meisten Strom hat mit deinem. Mit deinem. Nicht-Augen hier. Prinzessin! Psst, 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 psst. Hopp, hopp nach Hause mit dir. Und ich weiß gar nicht, was da passiert, wenn sie eine andere Katze antickt. So wie die Sylvia. Schaut mal, seht ihr das? Die läuft nirgendwo gegen. Ich finde es wirklich schon erstaunlich. Und Petra, geh du mal wieder zu Emino. Was tobst du da oben rum? Du Satellitenguckerin. Hopp, hopp.
Na, wo willst du hochklettern, Prinzessin? Was hast du vor? Was hast du vor? Wo willst du hochklettern? Und ich habe mich heute schon gewundert, warum die Katzenklos so leer waren. Jetzt weiß ich, wo ihr alle auf Klo wart. Ihr wart alle hier auf Klo. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe heute 5 Säcke Katzenstreu gekauft, weil jetzt die Tage Regen sein soll und da geht halt viel Katzenstreu weg, weil die nicht aus dem Haus gehen bei dem Regen. Und schaut mal, wo die sich alle hier aufhalten und da ihr Klo gemacht haben. Prinzessin? Iris, was machst du da oben? Wer streitet sich da schon wieder? Der Peanut verprügelt die Nicole. Peanut! Weg mit dir! Gestern hast du auch schon versucht, jemanden zu verprügeln. Nicole! Gell? Psst, 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 psst. Ja, und du unterstützt gleich den Peanut, ne? Und überall Strom an die herum und Iris ist auch ganz neugierig. Und wer bist du hier vorne? Was, Silvia, du bist das. Alles gut. Warum hast du deine Kampfposition? Hast du einen spitzen Schwanz? Elif, wo willst du hin? Und schau mal, eigentlich sind die ganzen Jungtiere auch draußen. Und du Nervensäge, was bist du so neugierig hier? Wo willst du denn hin? Elif, komm zurück, Iris. Frosch, du bist ja auch da. Pünktchen, Pirat, Drache, Zicke, Prinzessin, Jutta, Heidi. Also alle Katzen sind hier. Erstgeborener. Lilly. Sylvia. Lady Di. Corinna. Die Bunte. Peppa. Zarte. Bella. Pelle. Pelle ist auch da vorne. Da braucht man aber mehr Licht, um ihn zu sehen. Da ist der Pelle. Und jetzt weiß ich, wo die Katzen sich aufhalten. Ich habe mich schon gewundert, warum keine zu Hause sind. Die sind alle dort bei der Erde. Schaut mal. Jetzt schaut mal, die ganzen Augen funkeln gleich alle. Seht ihr das? Die sind alle hier bei der Erde. Ich habe mich schon gewundert, wo die alle sind, die Katzen. Na, Prinzessin?
Na, der Stiefkitten ist auch hauptsächlich zu Hause. Und kommt man alle her, hier haben wir mehr Licht. Hier kann man euch besser sehen. Na, Abby, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe dich ja jetzt am Abend auch nicht gesehen gehabt. Was würde ich denn aufgehalten? Ja, Prinzessin, jeder ruhig vorbei. Ich glaube nicht, dass die Zarte dir was, dass die Bunte dir was tut. Und Nervensäge folgt uns auf Schritt und Tritt. Und in dem Vorgarten hier spielen die Katzen auch gerne. Elf. Und ich glaube, die Elif hat sich auch hier an die anderen Katzen gewöhnt, an den Umkreis gewöhnt. Und die Jutta ist da am Spielen. Der Pelle ist dabei. Die Corinna ist da. Jetzt kommt die Petra, auch hierher geflitzt. Petra, geh mal lieber. Zu Emino. Und Peppe ist hier auf dem, Peppa ist hier auf dem Wachturm. Und da kommt Leon, die faule Socke. Der Leon war mal der aktivste Kater. Wenn ich wüsste, dass er so eine faule Socke wird, hätte ich ihn wirklich im Laden gelassen. Leon! Pss, 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 pss. Komm her. Der wurde erstmal zum Kellerjunge. Vom Kellerjunge hat ist er dann wieder, hat er dann ständig oben geschlafen. Und jetzt musst du da noch mal Pipi machen oder so. Oder AA. Ja, ich finde es schon gut, dass sie das draußen machen. Und Nervensäge. Du folgst mir auch auf Schritt und Tritt.
Zarte, lass das. Warum hast du die Zicke gehauen? Das kommt Erstgeborener. Muss auch Stress machen. Und jetzt greift Erstgeborener seine Stiefschwester an. Die Zarte. Pünktchen ist auch hier. Das ist auch die Stiefschwester von der Zarten. Pünktchen und Erstgeborener sind ihr Geschwister. Nicht wahr, Erstgeborener? Bist du Bagheera, nicht der Pelle? Schau mal, Bagheera ist jetzt auch da. Bagheera, na? Alles gut, mein Schatz? So eine große schwarze Katze. Und da oben ist die Mutter vom Freund. Eine ganz schwarze Katze und eine ganz weiße Katze jetzt nebeneinander. Einmal die Elif, ganz weiß. Und da die Bagheera, ganz schwarz. Und da kommt Frosch, der aussieht wie eine Kuh mittlerweile, mit seinem Schwarz-Weiß. Aber umtaufen tun wir dich nicht, Frosch. Dafür heißt du jetzt zu lange Frosch. Schon seit 2019. Das fünfte Jahr. Und Elif, was machst du hier? Das ist so süß, wenn du irgendwo hinschaust. Ebi, was hast du da vor? Und da sieht man jetzt Pelle und Bagheera fast nebeneinander. Und da sieht man, wie groß Bagheera ist im Vergleich zu Pelle. Und Bella, ich glaube, du hast auch kein Feuchtfutter gehabt. Du läufst die ganze Zeit rein. Du willst dein Feuchtfutter. Ich gebe dir gleich Feuchtfutter. Keine Sorge. Elif ist jetzt reingerannt. Ich wollte nur schauen, was die anderen hier machen, warum die Iris nicht nachkommt. Na, wo läufst du hin, Katja? Was machen die dort? Mutter vom Freund ist auch hier. Pss, 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 pss. Wer bist du da unten? Oder sind die schon reingegangen? Ich dachte, die wären nicht mitgekommen. Aber die anderen hier kommen jetzt alle mit. Nervensäge, wo willst du hin? Elif,
Geh zurück. Katja. Pelle. Heidi ist auch sehr groß geworden. Pss, 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 pss. Kann man wieder zurück. Kommt, hopp, hopp. Nein, Nicole. Wieder da. Ne, wieder da. Elif. Und Emino und Petra. Ach, Iris, da unten bist du ja. Und Songül, du musst dann auch mal dich hier an die Wohnung gewöhnen. Dann kommst du da auch so schnell wie möglich raus. Das verspreche ich dir. Und da sieht man, dass die ganzen Katzen jetzt auch wieder reinkommen, wenn man reinkommt. Dann werde ich die mal noch ein bisschen nachfüttern. Für die, die noch Futter haben wollen. Da kommt jetzt der Drache. Da sieht man die Elif. Da kommt das Stiefkind. Ja, Bella, du hast noch kein Futter gehabt, ne? Bei dir weiß ich, dass du noch nicht da warst. Nervensäge. Ich weiß jetzt nicht, ob du Milch oder Futter bist. Ich tue dir mal erstmal ein bisschen Milch hier rein, ne? Na, lauf doch nicht weg, Nervensäge. Keine Angst. Jetzt trinkt Nicole ihre Milch. Haben wir jetzt noch mal ein bisschen Nachschub bekommen. Die da unten bekommen auch noch mal Nachschub.
Alles gut, alles gut. So. 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 Ich hab jetzt noch überall was reinbekommen. Songhülle bekommst du auch noch was, keine Sorge. So, Songül. Da hast du jetzt auch nochmal was bekommen. Da ist genug drin. So. Na, du hast ja schnell aufgegessen, Bella. Und da sieht man, dass die auch nach dem Toben, nach dem Spielen hier nochmal was zu fressen bekommen haben. Das Futter, was auch alle Katzen mögen. Das ist dieses Futter hier von Deutschland, von Edeka, von Gut und Günstig, von Hello My Cat. Und damit macht man allen Katzen in der Türkei eine Freude. Also wer den Katzen in der Türkei was Gutes machen will, das Futter gibt es hier bei uns in der Türkei nicht. Dieses Schalen-Nass-Futter. Und wenn jemand die Katzen in der Türkei unterstützen will mit etwas, was es hier in der Türkei nicht gibt, es ist hier das Futter von Hello My Cat. Die Farbe und Sorte ist egal. Da sieht man auch, dass alle es mögen. Und weil auch oft welche fragen, die in die Türkei kommen und ob man was den Katzen mitbringen könnte, könnte man den mit so einem Futter hier, die Farbe und Sorte ist egal, auch wenn nicht für meine Katzen, für egal welche Katze in der Türkei, macht man mit so einem Futter hier eine große Freude. So, und somit haben wir heute auch bestätigt bekommen, dass Emine ein Männchen ist und das ist jetzt umgetauft, das Kätzchen auf, also der Kater ist jetzt umgetauft auf Emino, weil das ein Männchen ist. Der Trump-Pascha ist beim Tierarzt wegen Zähneziehen und wegen der Apsis, was der hat. Er hat eine ganz, ganz dicke Beule im Mund. Dem werden die hinteren Zähne gezogen. Die Lilly muss jetzt ein paar Tage zur Behandlung, weil sie Schnupfen hat. Die Jutta hat ihre zweite Impfung bekommen. Der Emino hat seine erste Impfung bekommen. Die Songül, muss man schauen, wie das mit ihr noch wird. Ich habe den Eindruck, die ist nicht hundertprozentig zahm. Die hat sich noch nicht an mich gewöhnt. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was hier immer mit den Katzen passiert. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle wieder fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Und für die Sterne. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend.
und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.